Hause. Niedertracht, ein Alpenkrimi von Jörg Maurer. Der bayerische Kabarettist Jörg Maurer schickt seinen Kommissar und Antihelden Jännerwein erneut auf die Suche nach einem Mörder. Ein Toter hängt in einer Bergwand und muss von der Bergwacht geborgen werden. Das scheint erstmal kein Fall für Kommissar Jännerwein und seine Leute zu sein. Doch es stellt sich die Frage, wie die Leiche dorthin kam, da sie keinerlei Klettergerät bei sich hatte. Wie kam sie in die Wand? Diese und weitere Fragen muss Hubertus Jännerwein gemeinsam mit seinem Team beantworten. Währenddessen ergehen sich die Bewohner des alpenländischen Kurortes in düsteren Spekulationen über den Todesfall und ob dem einen Toten noch andere folgen. Es scheint fast vorhersehbar, dass es nicht bei diesem einen Mann in der Wand bleibt. Auf der Suche nach dem Mörder lässt Jörg Maurer seinen Kommissar mehr Fragen als Antworten finden. Was bedeutet beispielsweise die Mückenplage in der Nähe des Gipfels? Und wo hat ein geheimnisvoller Anarcho-Imker plötzlich so viel Geld her? Diese und weitere Fragen beschäftigen Hubertus Jännerwein mit seinem Team auf der Suche nach dem unheimlichen Täter. Hat die Mückenplage in Gipfelnähe etwas mit dem Tod der Männer zu tun? Oder ist dies nur eine Laune der Natur? Es stellt sich die Frage, warum ein Mafioso einem Kind in Bergnot rettet. Auch dieser Fall aus dem Alpenkurort, der zwar namentlich nicht genannt wird, der aber Garmisch-Partenkirchen sein könnte, scheint wieder an Absurdität nicht zu überbieten zu sein. Aber am Ende löst sich alles auf. Der Weg dorthin ist anarchisch, haarsträubend und urkomisch. Wahrscheinlich muss man aus einer Gegend fernab der Alpen kommen, um dieses Buch in vollen Zügen zu genießen. Schließlich zeichnet Jörg Maurer ein außerordentlich schräges Bild der alpenländischen Bewohner. Aber auch wenn sein Blick auf die Menschen etwas überzeichnet ist, so ist es trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ausgesprochen kurzweilig.